Viel kommt auch nicht mehr vom Spiel. Kann ich schon mal den Leuten sagen, die dieses Spiel vielleicht noch nicht in- und auswendig kennen, so wie irgendwie 9 von 10 Zuschauern, die hier gerade zuschauen. Ist ja immer wieder interessant, sich auch bei anderen Let's Playern, die sowas Ähnliches denken oder ähnliche Erfahrungen machen. Man spricht immer so, und das ist auch natürlich richtig und bleibt auch richtig, dass man sagt, und das ist ein Spiel von Core Design und es kam im Jahre 1997 raus und weißt du Bescheid, ne? Was mache ich hier eigentlich? Da oben sind noch Gegner, glaube ich. Habe ich das richtig gesehen? Ja, ich glaube schon. Und man erklärt natürlich alles so, man will sich auch Mühe geben. Denn man hat potenziell ja immer Leute dabei, die sagen, ich kenne das Spiel noch nicht, ich wollte mir das immer schon mal angeguckt haben, habe es aber noch nie irgendwie geschafft. Und deswegen mache ich das jetzt. Das ist ja auch so cool. Ja, das war doof von mir. Hätte ich auch wieder mit ausgestrecktem Sprung, hallo, springen müssen. Mit ausgestrecktem Sprung springen. Mit ausgestreckten Händen springen. Ja. Beziehungsweise, das bringt mir ja nichts. Ich muss jetzt echt nochmal gucken, was passiert ist. Ich habe es leider eben echt nicht gecheckt. Es tut mir leid. Wieso sind die wieder aktiviert? Das war ich aber nicht. Entschuldigung. Das bringt ja jetzt so gerade nichts, wie ich das hier gerade mache. Ich mach's mir ganz einfach. Da ist ein Spielstand. Habe ich gespeichert oder habe ich geladen? Nein, ich habe geladen, aber es ist ausgerechnet da, wo ich gerade bin. So. Oh. Genau. So. Ja, Entschuldigung, dass ihr das jetzt nochmal mit ansehen müsst. Das war mein Fail. Weniger bei manchen Sachen labern und mehr auf das Spiel achten. Ui, ui. Da war ich doch etwas zu übereifrig. Bam, bim, bam, bam, bitte, bum, bam. Ach, schöner Rhythmus. Solche Stellen, wenn ich sowas nachmache, könnte ich natürlich gut dazu nutzen, den Ton exakt zu synchronisieren. Also die Tonspuren. Mache ich aber natürlich nicht, weil ich meistens so schlau bin, das erst mitten in der Aufnahme zu machen. Und ja. Ich habe es ja schon mal gesagt, und das gilt auch nach wie vor. Gut, jetzt müssen wir hier wieder raus und da oben dann wieder rein, genau. Dieser letzte Bereich in Tomb Raider 2 gehört definitiv nicht mehr zu meinen Lieblingsbereichen in diesem Spiel. Und wenn ich ehrlich bin, war das auch einer der Gründe, warum ich lange Zeit nicht weitergespielt habe. Oder sagen wir mal, das ist, ja, ist vielleicht nicht ganz hundertprozentig korrekt ausgedrückt. Also sagen wir mal so, es ist einer der Gründe, einer der Mitgründe gewesen, warum ich lange Zeit vielleicht dann auch nicht so die Motivation hatte, wieder aufzunehmen, weil ich halt wusste, ach, das ist dieser Bereich hier. Das ist aufgegangen. Genau. Hätte ich mir eigentlich auch denken können. Das heißt, ich muss wieder hier oben hin. Die Frage ist, ob ich von da hinten mit einem beherzten Schrägsprung, da wieder hinkomme. Es könnte klappen. Mal schauen. Ja. Hi. Und ja. Dazu stehe ich, also wie gesagt, dazu stehe ich auch nach wie vor noch. Ich bin der Meinung, oder nicht, sagen wir mal, der Meinung, ich bin nicht der Fan von diesem Bereich. Der größte Fan. Ist cool gemacht so, das muss ich dem lassen. Und es hat auch was für sich. Aber im Vergleich zu anderen Bereichen in diesem Spiel, ach nö. Habe ich da gerade
Ja. Ich habe so eine Vorahnung, wo wir hinkommen. Bevor ich da runtergehe, möchte ich aber mal eben erstmal noch hier schauen, ob wir hier schon irgendwas sehen können. Möchte ungern mehr da hinten hingehen. Ach, ich glaube, das ist das, was. Ja, ach, das ist das, was ich meine. Ach, das wird lustig. Ich glaube, ich komme jetzt nicht um ein großes Medipack herum. Ach, das wird toll. Ich hoffe, man hört mir meine Ironie an. Oh, aber da komme ich mit meinen normalen Pistols, komme ich da echt nicht weit. Also, ich würde weiterkommen, aber es würde halt extrem lange dauern. Den kann ich nicht nehmen. Beziehungsweise könnte ich, aber will ich nicht nehmen. Das mal genauer ausdrücken. Automatik. Uschis. Ich nehme mal die Automatik. Ja. Fuck, ey. Ach, ich will nicht. Ich will doch nicht. Hier ist aber auch echt nichts da hinten in den Ecken oder so. Nee. Lieber einmal mehr gucken. Ja. Wish me luck, ne? Sag ich mal. Visiert sie die vielleicht schon an von hier? Das wäre natürlich schön. Und ich möchte noch mal eben was gucken. Bevor ich hier da unten den Schalter betätige. Ach so, er wirft da. Ich hatte gerade schon die Befürchtung, dass er hier hochkommt. Ist hier noch irgendwie was? Ich könnte mich hier hochflüchten, das würde gehen. Ist das halt am sinnvollsten? Ich glaube schon, weil da, ich könnte mich auch da vorne draufstellen natürlich auf diesen Klotz, aber ich glaube, das bringt nicht so viel, als wenn ich mich hier oben hinstellen würde. Okay. Ach komm, ich speichere hier nochmal ab. Ist ja letztendlich auch wurscht. Ich fühle mich damit einfach sicherer. Aua. Vielleicht ein bisschen feige, aber es irritiert sie auf jeden Fall und sie greift mich dadurch nicht so häufig an, als würde ich da unten rumlaufen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Beziehungsweise, ich möchte ungern was vergeuden, ne? Ihr versteht. Kann jetzt ein bisschen dauern. Ich werde vielleicht gleich auch einfach nochmal meine Position wechseln. Und falls ihr euch wundert, warum sich die Kamera gerade so hoch und runter bewegt, das liegt natürlich daran, dass sie den einen immer noch anvisiert hat und sie quasi mit ihm geht. Das mache ich dadurch, dass ich die Steuerungstaste, die Aktionstaste, wie sie hier so gerne genannt wird, im Tomb Raider-Universum, dass ich die einfach gedrückt halte. Und dann bleibt sie quasi auf dem Gegner drauf und visiert ihn immer weiter an, auch wenn er irgendwo anders rumläuft. Das ist ganz sinnvoll. Das sieht cool aus, finde ich so. Ha. Badam, 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 badi, bubam. Ach so, ja. Das Problem ist natürlich nur, dass sie natürlich auch gerne mal Leute anvisiert, die schon tot sind. Ich weiß auch auf jeden Fall auch noch. Es denn mein Gehirn verarscht mich jetzt kolossal, dass hier unten auch noch ein, zwei, ich nenne sie mal Palastwachen auftauchen. Also die Kerle, die wir, oder den Kerl, den wir eben schon getötet haben, ganz oben, den fliegenden. Ah, da liegt auch schon einer, okay. Ach komm, wir sind mal nicht so.
Gut. Irgendwo läuft hier aber doch noch einer rum, oder? Glaube ich zumindest. Die Frage ist, müssen wir die halt töten, ne? Oder können wir den nicht einfach ausweichen? Auf jeden Fall, so ist es ja schon mal ganz gut verlaufen. Na, scheiße. Ich dachte, ich hätte es verhindern können. Boah, ich hatte gehofft, ich hätte es verhindern können. Naja, ich bin so gut wie tot. Korrektur, ich bin tot und... Es ist ja eine Sache, mich umzubringen, aber mich dann auch noch in eine Wand reinzuschmeißen, nur weil du so ein übermächtiger Oberfuzzi bist, finde ich jetzt nicht so geil. Ich glaube, ich mache mit denen einfach dasselbe Spiel, ganz ehrlich. Komm mal. Steht ihr? Son Goku-Friese, nur mit echtem Feuer halt, ne? Ja, es sind halt die Details, die dann oft die Suppe verderben. Sorry. Ich glaube, ich mache das einfach mal. Komm her. Steck die Waffen weg. Geh da hoch. Halla hallilu. Ha, geh da halla. Ja, das kann ich vergessen. Ich muss da schneller sein. Okay. Hi. Lässt du meine Kamera, meinen Kameramann in Ruhe? Der kommt nur mit und filmt. Ich meine, dieser Hass gegen YouTuber, ey. Schlimm. Jetzt habe ich aber nur einen getriggert, ne? Das wollte ich aber auch nicht. Ja, die halten natürlich einiges aus. Du solltest auch nicht, ja, das war jetzt wieder scheiße, was ich gemacht habe. Ja, ich habe es mir wieder verbaut. Ja. Ja, genau. Oh, wenn ich da jetzt so eine Granate runterschmeißen könnte. Immerhin habe ich sie jetzt alle drei getriggert. Das ist schon mal schön. Ey Dave, Tomb Raider Meister LP hat das ganz anders gemacht und in einem Part alles hinbekommen. Und der hat die unten bekämpft und mit so, ja, Harpune. Und der hat die dann voll schnell besiegt und so. Oh, einer ist kaputt gegangen, glaube ich. Schön. Das freut mich für Tomb Raider Meister LP. Aber ich bin Dave Duren TV. Der Dave. Und ich mache das lieber auf Nummer sicher. Ach, ich bin so bescheuert. Steck die Waffe weg. Hoch. Boah. Habe ich nochmal Glück gehabt? Ja, man verdrückt sich doch dann schnell, zumal ich dazu sagen muss, dass ich die Aktionstaste, also Schießen und so, direkt neben meinen Pfeiltasten habe. Das ist quasi bei mir Steuerung. Denn ich kann ja nicht die WASD-Tasten zum Steuern benutzen. Beziehungsweise könnte ich schon, wenn ich wollte. Aber da ich Linkshänder bin und das einfach so gewohnt bin, benutze ich halt die Pfeiltasten. Natürlich nur mit F, ne? Pfeiltasten. Nicht Pf.
Pfeiltasten. Wer benutzt denn schon sowas? Vor allem als Germanist. Eigentlich ist das... Für dieses Spiel wäre es noch nicht mal wirklich ein sinnvolles Argument, was ich vorbringen könnte. Denn es ist ja so, dass man das hier ohne Maus spielt. Man spielt es ja wirklich nur mit der Tastatur. Und... Ist er kaputt gegangen? Nein, er lebt noch. Der Holzmichel. Ach ja, der Alte. Dude! Ich glaube, das waren sie. Ja, in diesem Spiel hätte ich ja beide Hände quasi für die Tastatur frei und könnte mit beiden Händen hier was machen. Könnte dementsprechend sogar auch mit WASD spielen. Aber, naja. Oh! Okay, wir sind doch noch nicht fertig. Shit. Ich sammle erstmal die Sachen ein. Und werde dann versuchen, ihn zu triggern. Kleines Medipack hatten wir auch schon länger nicht. Gut. Das sollte soweit gewesen sein mit Items, die wir hier finden. Ich weiß nicht, ob ich es im Laufe des Let's Plays schon mal erwähnt habe, aber ein Detail, was mir auch hier sehr gut gefällt, ist, dass die Gegner nicht despawnen, wenn sie tot sind. Das ist einfach so eine Sache. Ich meine, ich kann es verstehen, wenn es in alten Spielen gemacht wird oder gemacht wurde, zum Teil natürlich, weil es einfach Rechenleistung spart, als wenn man den Ort und die Lage der Leichen extra abspeichern müsste, quasi im Arbeitsspeicher des Spiels. Auch in verschiedenen Speicherständen, die man halt anlegt, ne? Weil es kostet ja alles letztendlich Rechenleistung. Und deswegen kann ich es verstehen, wenn alte Spiele das nicht gemacht haben. Aber umso schöner finde ich es dann, oder wenn alte Spiele das gemacht haben, umso schöner finde ich es dann aber, wenn alte Spiele das nicht gemacht haben. So wie hier. Gut. Sehr schön. So. Ich frage mich, warum er eben jetzt nicht gespawnt ist. Ich war anscheinend noch nicht in seinem Radius. Aber ich glaube, wenn er Geschichte ist, dann können wir uns hier wirklich auch mal in Ruhe umsehen. Es hat immer so ein bisschen was, wenn man ihn nicht sieht, dass man, oder dass sie so meditativ in sich, aber trotzdem sieht, wo der Gegner gerade ist, auch wenn wir es im Bild nicht sehen oder sie es selber nicht mit ihren Augen sehen kann, so wie die Kamera halt immer mitgeht. So stelle ich mir das immer vor, dass sie so eine meditative Zen-Kraft irgendwie hat, die ihr dann sagt, ja, ne, der Gegner kommt da hinten gerade her und der geht jetzt um die Ecke und dann kannst du wieder angreifen. Das ist toll. Die Frage ist, Schalter, also zwei Schalter schon mal, okay. Wir machen hier mal eine dunkle Ecke hin. Da kann der Spieler dann die Fackel nehmen und sie erkunden und vielleicht total tolle Geheimnisse finden, die wir hier nicht versteckt haben. Toll. So, zwei Schalter. Ich resümiere mal kurz. Zwei Schalter und ein Raum da vorne, in den wir noch reingehen können. Alles klar. Eigentlich kann nicht mehr viel kommen. Also ich krame so in meiner Erinnerung quasi. Okay. Aber viel kann eigentlich wirklich nicht mehr kommen.
Okay. Die Frage ist nur, wir kommen ja sicherlich nicht wieder so hoch, wie wir runtergekommen sind. Ich schätze mal, dass wir dann da hinten. Schmeiß weg. Dann hier irgendwie weitergehen müssen. Was bist du denn für ein Fuzzi? Trifft er mich noch? Ich bilde mir gerade ein, dass ich dem letzten Wurfmesser ausgewichen bin, weil ich mich quasi so ein bisschen seitlich gedreht habe und ihn nur mit einer Knarre abgeballert habe. Wahrscheinlich war das überhaupt nicht der Fall. Oh. Dankeschön. Aber ja. Wie sieht der nochmal? Ach, das sind. Ich habe gerade überlegt, wie die Munition dieser Waffe nochmal aussieht. Das sind diese Cola-Büchsen, so habe ich sie, glaube ich, immer genannt, ne? Diese kleinen Cola-Dosen.